Playboy shooting walk in a schöner Fahrung. Angelina Panekister voll greiche Influencerin. Glücklich verheiratet und Mutter eines Sohnes. Rückblickend auf ihre Karriere gibt es jedoch Schritte, die sie bereut. Das gehört das Shooting für den Playboy, wie sie ihren Fans jetzt wert. Gerade in mal 22 Jahre alt ist Angelina Panek, damals noch Heger, als sie für den deutschen Playboy die Rollen fallen lässt. Im Februar 2015 ziert sie das Cover des Magazins einer Fahrung, die die Heute 29, schrieben zu jeder Rollen wurde. Angelina Panek. Ich wurde es nie mehr tun. Auf ihrem offiziellen Instagram-Profil beantwortet die einstige Bachelor-Teilnehmerin bei einem Q&A einige Fragen ihrer Fans. Ein Follower machte wissen, ob sie es bereue, für das Erotik-Magazin posiert zu haben. Angelina's Antwort fällelete überraskend deutlich aus. Es war für mich keine schöne Erfahrung, da ich mich vor Ort sehr unwohl gefühlt habe, gesteht sie und stellt klar. Ich würde es nie mehr tun. Welche Gründe genau dahinter stecken, dass sie mit dem erotischen Fotoshooting keine positiven Erinnerungen verbindet, gibt sie nicht preis. Angelina und Sebastian im Babyglück. Ich Glück hat Angelina Panek mittlerweile gefunden. Im April vergangenen Jahres gab sie ex-Bachelor Sebastian Panek, 34, das Jawort, in junger blickte ihre erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Einen Grundsatz haben sich die beiden, vermutlich auch aufgrund ihrer Erfahrungen in der Medienwelt, fest vorgenommen. Ihren Sohn wollen sie strikt aus der Öffentlichkeit halten. Nicht einmal der Name des kleinen Wohnproppens ist bisher bekannt. Weitere Kinder geplant? Und so holt sich die gebürtige Berlinerin auch auf die Frage nach weiterer Kinderplanung in geheimnisvolles Schweigen. Ich weiß nicht, wie so diese Frage so oft kommt, sagt die junge Mutter. Ich finde es merkwürdig, solche privaten Infos vorab zu teilen, macht sie deutlich.